Der Latinerbund war ein Bündnis von etwa 30 Städten, Dörfern und Stämmen auf der Apenninenhalbinsel, das im 6. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde. Um das Jahr 498 vor Christus geriet das Bündnis mit der Römischen Republik in einen Krieg, in dem es wahrscheinlich darum ging, die Vormachtstellung der Stadt Rom aufzuheben. Die Kriegshandlungen bestanden im Wesentlichen in gegenseitigen Raubzügen. Der eigentliche Anlass, der zum Ausbruch der offenen Feindseligkeiten führte, ist nicht überliefert. Lediglich bei Titus Livius findet sich der Hinweis, dass der Regent von Tusculum, Octavius Mamilius, die Latinerstämme gegen die Römische Republik angestachelt hatte. Ein Sieg des Latinerbundes sollte die Rückkehr seines vertriebenen Schwiegervaters Lucius Tarquinius Superbus nach Rom ermöglichen. Den Höhepunkt der Auseinandersetzung bildete die Schlacht am Regillus Lacus, welche vielleicht auch nur legendär gewesen ist, da es keine gesicherten Augenzeugenberichte gibt. Lediglich die von Livius und von Dionysius überlieferten im homerischen Stil gehaltenen Erzählungen über den Schlachtverlauf sind vorhanden. Es gelten sowohl die Jahre 509 und 496 als auch 493 vor Christus als mögliches Datum der Schlacht. In ihr besiegte, nach römischer Überlieferung, das römische Heer die Aufgebote der latinischen Städte Lavinium und Tusculum. Daraufhin endete der Krieg mit einem Friedensvertrag, Foedus Cassianum, in welchem sich Rom mit dem Latinerbund verbündete. Möglich wäre auch, dass Rom als führendes Mitglied in den Bund aufgenommen wurde. Nähere Bestimmungen des Vertrages regelten die gemeinsame Verteidigung unter einem römischen Feldherrn und die Aufteilung der Beute. In der Frühzeit Roms war Legion die Bezeichnung für das gesamte militärische Aufgebot der Stadt, das von den beiden Konsuln ausgehoben und befehligt wurde. Mit dem Wachstum des Ager Romanus und bei besonderem Bedarf wurden zusätzliche Legionen aufgestellt. Der Ursprung der Legion lag Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus vielleicht in der griechisch geprägten Hoplitenphalanx, die mit Lanzen als Hauptwaffe ausgerüstet und in 3000 Schaften unter drei Tribunen, Tribuni Militum, unterteilt war. Zumindest waren spätere griechische und lateinische Autoren der Ansicht, die Römer hätten einst als Phalanx gekämpft, in der modernen Forschung ist dies umstritten. Hinzu kamen wohl 300 Schaften, Centurie, Reiter unter den drei Abteilungsführern, Tribuni Celerum. Insgesamt bestand das Angriffsheer Roms am Anfang der Königszeit aus ca. 3300 Mann. Die Stärke der Legion wurde nach der Vereinigung der Bergrömer des Palatin mit den Hügelrömern des Quirinal auf 6000 Schaften Fußvolk und 600 Schaften Reiterei verdoppelt. Zu dieser Zeit war Legion die Bezeichnung für das gesamte Aufgebot des römischen Staates. In der Legion dienten vermutlich die Bürger des ersten Aufgebots vom 18. bis 46. Lebensjahr. Die älteren Jahrgänge hatten die Stadtbefestigungen daheim zu besetzen. Neben die Legion der römischen Bürger traten die Truppen der latinischen Bundesgenossen Roms, Sozii. Mit dem zunehmenden Ausgreifen Roms im 4. Jahrhundert vor Christus wurden dann auch mehrere Legionen gleichzeitig ins Feld gestellt. Im Rahmen der servianischen Heeresreform unter dem sagenumwobenen König Servius Tullius, die auch den Bau der ersten Stadtmauer Roms mit sich gebracht haben soll, wurde die Legion laut der späteren Tradition, Titus Livius, zufolge neu geordnet. Sie bestand nun, wie es heißt, aus 6000 Mann in sechs Reihen plus 2400 Mann leicht bewaffneter. In den ersten vier Reihen der Phalanx standen demnach 40 Zenturien der voll ausgerüsteten Hopliten, Classis, in den folgenden beiden Reihen je 10 Zenturien der nicht voll ausgerüsteten Hopliten der zweiten und dritten Vermögensklasse. Die Bürger der untersten Vermögensklassen stellten 24 Zenturien der leicht bewaffneten, die bei Bedarf auch Lücken in der Phalanx auszufüllen hatten. Hinzu kamen in der Regel pro Legion 6 Zenturien Reiterei.